Das da oben drauf sollen, glaube ich, die Ohren sein. Nein! Gott, ich weine gleich wieder vor Lachen, Leute. Ich wollte mich doch echt auf den Arm nehmen, oder? Das kann doch nicht ihr Ernst sein. Das kann doch wirklich nicht ihr Ernst sein, oder? Meine Güte. Hicks Woolwich. Meine Güte, ey. Will das sprießen mir direkt die Tränen in die Augen bei diesem. Oh. What the hell? Ja, da kommen mir direkt die Tränen. Das sieht aus wie Spring Whale aus Fallout 3. Null null, okay. Hallo. Und ich dachte, das wäre so eine schöne Vorkriegsstadtecke hier, die hier irgendwie so wieder aufbauen wollten. Dann ist hier so eine Computerzentrale drin. Ist ja wundervoll. Überall. Gott, Leute, ey, da schießt mir wirklich die Tränen in die Augen, wenn ich sowas sehe. Das ist einfach zu krass. Gott, ey. Eine Hundewaffe, ist da nicht zu glauben, ey. Ah, no, Mann, no, Mann, no, Mann, no. Ich erwarte einfach mal hier so ein komisches Holoband. Aha. Sprachfertigkeitsbuch. Holy shit. Alter. Welcher Entwickler hat sich hier jetzt schon wieder dran ausgelassen? Ohne Worte. Ohne Worte, Leute, was soll man dazu sagen? Beckenprojekt Jukebox. Audioprobe Opernsäger. Sänger, Entschuldigung. Säger, genau. Sollte mal anhören. Ich lasse mal laufen. Achso, dieses Holoband enthält eine Audioprobe mit dem Titel Opernsäger. Sie kann benutzt werden, um die. Ah, Schallmeterwaffe bei der Jukebox des Beckens zu modifizieren. Naja, was ist eigentlich jetzt für eine Schallwaffe, die wir haben? Der Hund war das jetzt nicht, ne? Cyberhundpistole. Mich gerade dermaßen von diesem Spiel veräppelt, Leute. Veräppelt. Wenn ihr versteht, was ich meine. Die Waffe sieht sehr, sehr komisch aus. Ich bin gespannt, wie viel Schaden die macht. Also in Aktion. Wir können jetzt den Schadenswert angucken, aber ich bin eher so einer, der lieber den ganzen Spaß in Aktion sieht. Tür in den Keller.
Ah, damn it. Komm schon. Ja. Buja Chaka. Bin ich jetzt hier krank oder ist das Spiel krank? Hier wurden Teddybären gequält. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe sie nicht mehr. Auch hier ist so ein Dinky Ding. Ah, Rezepte, Medizin. Warten jetzt. Burrows Kellerschlüssel. Nein, wir nehmen lieber die Erfahrung mit dem Knacken das Schloss. Noch mehr Haarklammern, sehr schön. Es wird mit jedem verdammten Haus bekloppter. Hier liegt sogar eine Leiche vor, das kann ja was werden. Da oben lacht mich schon ein Server an. Ein Holoband wäre auf jeden Fall ganz cool. Metards können wir gut verkaufen. Was ist denn hier los? Metards abhängig oder was? Ah, da! Wissenschaftsfertigkeitsbuch. Letzte Haus. 101. Hieß die Vault nicht 101 in Fallout 3? Da hat sich jemand den Traum der eigenen Heimbar erfüllt. Ist ja interessant. Beckenprojekt Buchklappe. Also die Entwickler sind auf jeden Fall krank. Da liegt ein Dr. Kleins Handschuh. Oh mein Gott, ein einzigartiger Gegenstand. Das muss man sich doch angucken. Oh Gott, haben wir da viel von. Doktor K. Hier hat der gewohnt, oder was? Doktor Kleins OP-Klamotten. Auch so viel wert. Hä? Kann ich die nicht mit oder sonstiges oder was? OP-Klamott, Patient, Verrückte, hä? Hä, ich hab die auch grad mitgenommen.
Doktor. Doktor, kleines OP-Klamotten, da sind sie doch. Er war also auch mal nur ein Mensch. Ist ja sehr interessant. Krank, krank, krank. Krank, krank, krank. Dr. K, krank, 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 krank. Geht das? Alles so krank. Hilfe. Ach Leute, Fallout ist mal wieder abgestürzt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, freue mich aufs nächste Mal und sage, Moment und sage natürlich, bis dann. Danke fürs Zuschauen.